Zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person getötet und eine weitere schwer verletzt wurde, kam es heute Mittag auf der L85 zwischen Mehringen und Schackstedt. Zwei Kleinwagen stießen dabei mit hoher Geschwindigkeit so heftig zusammen, dass beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert und auf den Fahrerseiten völlig zerstört wurden. Die Unfallstelle glich einem Trümmerfeld. Die Fahrzeuginsassen mussten von der Aschersleber Feuerwehr aus den Autowracks befreit werden, während der 24-jährige Fahrer des beteiligten Ford schwer verletzt ins Aschersleber Krankenhaus gebracht wurde, verstarb die 57-jährige Fahrerin eines VW noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache war bis zum Abend ungeklärt. Da es keine Augenzeugen zum Hergang des Unglücks gibt, soll ein technischer Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens beitragen. Die L85 blieb bis in die Abendstunden voll gesperrt.